Frage ist doch zu stellen, was wir uns von der Regierungserklärung von unserer Kanzlerin, die uns ja jetzt schon zum wiederholten Mal in einer Legislaturperiode mit ihrer Kanzlerschaft beschenkt. Dieses Geschenk ist natürlich soll ich sagen, ein Albtraum für die Bundesrepublik Deutschland. Das muss man ja ganz klar sagen. Der Koalitionsvertrag, so wie wir ihn vorliegen haben, der gibt da überhaupt gar keine Antworten auf die elementaren Fragen, die uns eben auch bewegen. Herr Gauland hat das gerade schon angesprochen. Das Erste ist, es gibt überhaupt gar keine Antwort auf die Frage, wie man eigentlich den unkontrollierten Zuzug in unsere Sozialsysteme eben auch hauptsächlich durch illegale Einwanderung begrenzt. Dazu liegt keine Lösung vor. Letzte Woche hatten wir einen Offenbarungseid der anderen Parteien. Wir hatten einen Antrag gestellt zur Grenzsicherung und Grenzkontrolle unseres Landes, um eben auch unsere Bürger zu schützen. Das ist elementare Staatsaufgabe. Und was ist? Alle Parteien haben dagegen gestimmt. Also heißt im Umkehrschluss, alle Parteien sind für den unkontrollierten Zuzug über unsere Grenzen. Das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn dann Herr Seehofer daherkommt mit seinem Masterplan für Abschiebung, dann muss man einfach ihn daran erinnern, wie sieht denn eigentlich die Bilanz der CSU in Bayern aus? Bayern hat eine geringere Abschiebequote als das grüne Baden-Württemberg unter Kretschmann. Das muss man einfach mal festhalten. Das sind alles nur Nebelkerzen, die hier gezündet werden. Und da sieht man eben auch, dass in Bayern Wahlkampf ist. So, und die CSU, das wissen wir heute schon, wird der größte Wahlverlierer sein in der Bayernwahl. Weiter, Energiewende. Die ganze Energiewende ist eine viel zu hohe oder bedeutet eine viel zu hohe Belastung von Privathaushalten und von kleinen Handwerksbetrieben, vom Mittelstand, der dann dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig ist, weil ihm seine Kostenrechnung durch die Decke gehen, weil die Energiekosten einfach exorbitant gestiegen sind seit der Energiewende. Auch hier gibt es keine Lösung dieser Bundesregierung. Es ist immer nur ein Weiter-so und ein Darum-Gewurschtel. Und vielleicht noch ein letztes zur Steuer- und Finanzpolitik. Wo sind denn eigentlich die Pläne zur Entlastung der Arbeitnehmer? Wo sind denn die Pläne zur Entlastung des Mittelstandes? Deutschland hat die höchste Steuer- und Abgabequote. Wir haben eine schwarze Null angeblich, die ja eigentlich nur erzeugt wird durch eine Nullzins-Negativzinspolitik, sprich eine Umverteilung vom Bürger, vom Sparer, vom Rentner hin zum Staat. Da haben wir doch eigentlich die schwarze Null zu verdanken. Und letztendlich wird der Bürger überhaupt gar nicht wie versprochen entlastet. Abschaffung der kalten Progression, das wird uns jetzt schon in jedem Wahlkampf wurde uns das die letzten Jahrzehnte versprochen. Es ist nichts passiert und es wird nichts angepackt. Und darum ist auch von der Regierungserklärung dieser Kanzlerin morgen nichts zu erwarten.